Sicherheit schon mal den Patronus-Zauber bereithalten, damit wir vielleicht was abwehren können. Achso, ich hoffe, ja. Das war heute Creed Green Irish Tree. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, liebe Leute, wie man es am Umfeld schon erkennen kann, bin ich aktuell nicht zu Hause, sondern ich bin wieder mal im Skiurlaub im wunderschönen Hotel Cinderella. Nice, Digga. Keine bezahlte Werbung übrigens, ich bin da jedes Jahr dreimal, weil ich es einfach liebe. Das heißt, es kann auch sein, dass hier draußen immer wieder Leute vorbeigehen oder einer vielleicht reinschaut und sich wundert, welche Idiot das herumschreit. Yeah, aber! It's a me, Maximilian. Übrigens, es gibt von hier auch Daily Vlogs auf meinem Zweitkanal, wer es noch nicht mitbekommen hat. Seit über 2 Monaten drehe ich jeden Tag ein Video, also Daily Vlogs. Erster Link in der Infobox, also seid da auf alle Fälle am Start. Hier gibt es dann auch immer wieder neue Infos, wie zum Beispiel meine Verletzung. Ach, ich will gar nicht zu viel spoilern. Aber ein neues Video ist natürlich auch hier online gegangen. Liebe Freunde, ich will gar nicht mehr länger quatschen. Ich habe so viel von euch zugeschickt bekommen, dass Leon wieder mal ein Video mit unserem guten alten Gucci Potter hochgeladen hat. Creed Aventus Cologne. Und da lasse ich mir es natürlich auch im Urlaub nicht nehmen, da drauf zu reacten und das Video gemeinsam mit euch anzusehen. Ich werde hier gleich mal nachschauen. Leon, wie viel ist dein Outfit wert? Rich Kid. Und wir haben natürlich den guten alten Gucci Potter auch hier direkt im Thumbnail drin. Gut, schauen wir rein. Heute drehen wir wieder, wie viel ist dein Outfit wert? Und ja, wir sind wieder hier. Ja, die Geister hinten in der Kamera sind, glaube ich, gleich die Ersten, die am Start sind, bei wie viel ist dein Outfit wert? Und eins auf, zeig mal rüber, zacker. Zacka! Mein neuer Hotspot für, wie viel ist dein Outfit wert? Wie die einfach da so hinten dort stehen und so tun, als würden die jetzt gar nicht checken, dass die im Bild sind. Also ja, wenn ihr auch Bock habt, wie viel ist dein Outfit wert, auf Instagram. Nervig as fuck, die zwei. Checkt das gerne ab, denn dort lade ich extra für euch, wie viel ist dein Outfit wert, für Instagram hoch. Ich schneide das für euch zusammen. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir mit dem Video. Bis gleich. Wie heißt du? Basti. Basti, mein Lieber, was geht heute aber noch mal? Leon hat, glaube ich, eine neue Kamera, die finde ich mega nice. Sehr, sehr gute Qualität. Wie findet ihr meine neue? Ist auch eine neue. Also schreibt es mir in die Kommentare. Ich glaube, die Audio ist noch beschissener als vorher. Oh, nichts, ein bisschen chillen. Ich gehe gleich zum Sport. Gleich zum Sport? Ja, deshalb. Ja, okay. Gleich. Muss sagen, ein spannendes Outfit, Digga. Ja, okay. Die Schuhe, muss ich sagen, gefallen mir. Was sind das für Schuhe? Das ist Oswego. Den Namen habe ich vergessen. Adidas Oswego. Sehr, sehr nicer Schuh. 100, ja, den gibt es, glaube ich, schon für 90. Ja. Adidas Schuhe, ja. Was haben wir für die? Ich habe für die 80 Euro gezahlt bei Office London. Hier. Und auch schon her, werden immer billiger. Sehr, sehr nice Schuh, kann ich mir empfehlen. Das war bei Office London. Genau. 80 Euro, sind die bequem? Sind sehr bequem. Sind natürlich bequem, liebe Leute, ganz klar. Erstmal tragen, bevor keine Fußschmerzen. Alles okay. So. Musst du allerdings mal ein bisschen sauber machen, weißt du, damit die wieder so... Was ist das für eine Hintergrundmelodie? Das klingt so komisch in der Mischung mit irgendeinem Straßenmusikanten, der da spielt. Okay, er trägt die Yeezy Triple White. Ich habe Probleme mit dem Mesh immer, das da oben, das kriege ich sehr schwer sauber. Ach so, einzige Möglichkeit, Waschmaschine. Kann man die in die Waschmaschine packen? Ich habe die schon einmal gewaschen, die sind... Meine Schuhe wurden übrigens alle neu gereinigt vom Sneaker Cleaner. Habe ich eigentlich schon mal gesagt, dass ich ein Video dazu mache? Bin im Schuhurlaub, kommt natürlich noch. Ja, heil geblieben, sag ich mal so. Ja, okay. Okay, easy going. Was haben wir noch? Hose. Hose von Zara, 50 Euro. Puffi. Ja, auch entspannt. Okay, was haben wir noch? Gürtel? Gürtel, No-Name-Gürtel, ist von Primark gewesen. Da waren zwei Sets, 12 Euro. 12 Euro? Ja, die gute alte Kinderarbeit. Auf Gürtel lege ich nicht so viel Wert. So. Okay, ja. Easy going. Okay, was haben wir noch? T-Shirt? T-Shirt habe ich ein Nike-Shirt, circa 30 Euro bin ich der Meinung gewesen. 30 Euro T-Shirt? Ja, mit so einem Stick hier. Genau. Okay. Ja. Okay, was haben wir noch? Ich sehe hier, Digga, was ist denn das hier? Ja, das ist so ein Orange. Ja. Mal ein bisschen in die Kamera, was ist das? Und was haben wir da? Kenn ich nicht. Das ist von Eros, von so einer Gaming-Marke. Eros. Keine Ahnung, okay. Ein Outfit, das mich absolut nicht interessiert. Ich skippe jetzt einfach mal. Nee. Sieht nicht schlecht. Ja. Was kostet der? Frage, Digga. Ist da ein Laptop-Fach drin? Hier nochmal okay. Polster. Ja, was wollen wir da jetzt Gaming-Supplements beäugen? Das interessiert ja keinen. Ja, okay. Also mich zumindest nicht. Okay. Gucci, 2 Jahre. Gucci, Potter, alles? Gucci, Potter, Gucci, Potter. Ja, wie heißt du? Ja. Ja, er ist wieder da, liebe Leute. Okay, was haben wir da an? Die Hose. Was ist das? Okay, weiß ich jetzt nicht. Könnte von Off-White sein. Ein Shirt.
Kann ich auch nicht erkennen. Die Jacke Palm Angels sehen wir hier schon. Und natürlich hat er wieder seine Gucci Potter Hornbrille auf. So gehört sich das. Aka Gucci Potter. Ja, weiß Bescheid. Gucci Potter. Wir hatten dich ja schon öfter im Video, ne? Ja, richtig. Heute hast du allerdings ein anderes Outfit. Ja, ein bisschen street. Okay, und wir haben die Balenciaga Triple S. Und ja, es ist eine Off-White-Hose. Wehrmäßiger Palm Angel, so offen. Palm Angels, wer kennt's? Das ist die Nebenmarke von Palm Olive. Den Haarshampoo-Hersteller. Nein, also alles ziemlich so schillig. Ja. Schillig natürlich. Angelehnt, ja. Okay, ich würde sagen, wir gehen ein bisschen näher drauf ein. Checken erst. Boah, nächstes Mal bitte, Leon, nicht mehr in der Nähe von einem Straßenmusikanten aufnehmen. Es ist so nervig und anstrengend. Ähnlich wie meine Audio. Mal, was für Schuhe wir hier haben. Das sind wir bei uns ja Triple S. 41. Also okay, auch die Kinderschuhe am Start. Okay. Ja, 41. In 41, was zahlt man für die? Boah, 700 Euro, 600 irgendwie so. Ja, mehr, Brudi. 700, 600 Euro. Ja. Okay, wo kriegt man die her? Ja, fast überall, ne? Balenciaga. Überall, wo es Kleidung gibt. Vor allem auch bei Jack & Jones. Dort gibt es die Schuhe natürlich auch. Es haben sich so viele beschwert, dass ich Jack & Jones hätte, aber ich finde die Marke einfach wack. Keine Ahnung, vielleicht habt ihr Cargo Pants, die toll sind, das mag leicht sein. Ich habe keine Hosen von Jack & Jones, kann ich nicht beurteilen, aber den Style finde ich sehr, sehr kacke. Ja, das ist einfach meine Meinung. Das ist meine Meinung zu Jack & Jones. Es gibt viele von euch, die finden H&M kacke. Ich finde H&M eigentlich ganz nice. Hier im Alsterhaus, apropos. Ja. Okay, nice. Sind die bequem? Sind die bequem? Eigentlich nicht. Ja, ein bisschen schwer, also minimal, aber sonst wirklich sehr bequem. Okay. Okay, nice. Was haben wir noch? Deine Hose? Die Hose ist von Off-White, eine Cargo-Hose. Ja, absolut nicht mein Fall. Würde ich persönlich nicht so tragen. Gefällt mir nicht in diesem Blau. Finde auch die Hose etwas zu weit, zu boxy für meinen Geschmack. Aber ansonsten von der Farbvariation, wie er das Ganze kombiniert hat, geht es auf jeden Fall klar aus Outfit. Sieht man das so? Vor allem, er trägt hier nicht Jeanshose mit Jeansjacke. Das ist für mich auch ein absolutes No-Go, sondern er hat diese Blautöne schon schön aufeinander abgestimmt. Also kann man nichts dagegen sagen. Nur, dass sie von Off-White ist. Da sieht man es, dass die von Off-White ist, an diesen Patches, an diesen Gummipatches. Ah, ja. Ah, okay, die Jacke mit so Rottönen auch gut auf die Triple S abgestimmt, also er überlegt sich schon was. Off, okay. Oder, ja, lassen wir es. Was zahlt man? Na, lass mich schätzen, 400, keine Ahnung, 300, 400 ist 400. Für die? 600 Euro. 600 ja, Euro, richtig. Wo kriegt man die her? Apropos, okay. Ja. Okay, nice. Ich muss ehrlich sagen, mir gefällt die nicht. Ja. Also ich finde, die ist so ein bisschen, die hat so eine Farbe, ist schwer. Aber du hast es trotzdem gut so ein bisschen kombiniert mit der Jacke, mit dem weißen Übergang. Ne? Was haben wir für ein T-Shirt? T-Shirt, das ist von Palm Angel. Ah, okay. They will... they will ignore you until they can't. Okay, ja, das ist eindeutig das Motto von Gucci Potter, muss man sagen. Ja. Neben Wingardium Leviosa natürlich. Und die Jacke ist auch von Palm Angel. Okay, was zahlen wir? Palm Angel also, okay, dann lassen wir das S direkt mal weg. Keine Ahnung, vielleicht weggezaubert, man weiß es nicht. Für das T-Shirt? Boah, für das T-Shirt war es glaube ich irgendwas mit 200, 210 oder so, 280. Okay. Ja. Und ja, da hat er natürlich extra vorher nach Gringotts fahren müssen, einen Teil abheben, damit sich das Shirt auch noch rausgeht nach der 600 Euro Hose. Die Palm Angels Jeans, ja, gezeigt mal in die Kamera hier. Ja, die finde ich nice. Was zahlt man dafür? Die 800 bis 1000. Nein, ich sag 1000. Ja, 610 Euro. Ja, direkt ein Schnäppchen. Direkt ein Schnäppchen, oder? Die Hose für 600, die Jacke für 600, das finde ich jetzt nicht so teuer, ehrlich gesagt. Also, die Jacke. Wohnen in der Fensterzukunft. Wohnen auf Hogwarts. 610 Euro. Okay, ich habe gerade gesehen, du hast hinten auch noch was drauf, zeig mal. Richtig. Ja. Das ist ein gutes altes Drachenherz, liebe Freunde. Man sieht hier noch das Schwert von Gryffindor, das hier drin steckt. Also finde ich sehr, sehr cool, dass er da wirklich seinem Motto getreu alles abstimmt. Grüß euch, Schweinsbech. Okay, ein Herz, eine Flamme. Ah, dann natürlich muss man hinten nochmal den Schmetterling herzeigen. Den finde ich auch sehr, sehr cool. Hier auch nochmal ein Schmetterling, ne? Ja. Cool. Okay, nice. Und alles war apropos? Alles war apropos, ja. Du bist da, ich bin treu. Du bist treu, okay. Ja. Du kaufst nicht vorne aus, ne? Doch. Doch, in der Winkelgasse kauft er ab und zu auch noch rein. Muss man auch
der Fairness halber sagen. Bei Braun, ja. Ja, okay. Ansonsten, mir ist es halt wichtig, dass man nicht im Internet kauft. So, ich meine, ey, kann man machen, so. Mache ich auch selten, Farfetch oder Porter. Aber da kannst du es halt nicht anprobieren und gucken, wie matcht es jetzt. Das ist richtig. Irgendwie mit den jeweiligen Pieces. Ja. Ja. Seinen Besen zum Beispiel würde er sich auch nicht im Internet kaufen, genauso wie den Zauberstab. Das muss man einfach vorher mal ausprobieren, in der Hand bzw. im Schritt gehabt haben, um zu wissen, ob das Ganze sitzt. Okay, super. Aber was haben wir noch? Eine Uhr? Die Uhr, ja. Zeig mal die Kamera, was ist das für eine Uhr? Eine Omega irgendwas. Omega Speedmaster Orbis Edition. Ja. Eine Orbis Edition natürlich. Ich habe mir schon gedacht, das ist die Nimbus Edition, aber okay. Also kennt man irgendwie halt dann noch hier die Kette. Was zahlen wir für die? 4.700 Euro. 4.700 für die Uhr, für eine Omega. Hattest du die letzte? Würde ich niemals ausgeben für so eine Uhr. Ich meine, ich habe ja keine mehr. Ne? Das ist im Video nicht mitberechnet. Nee. Leon, sag mal, da ist dir der Gucci Potter auf die Schliche gekommen. Verplant, das war, ja, weil du den Preis immer nicht sagst. Ja. Zum Beispiel wollte ich schon gerade wieder zur Kette gehen, weißt du? Okay, wo hast du die Uhr her? Die Uhr hier im Bucherer. Hast du selber gekauft? Ja. Oh, läuft bei dir. Okay, was haben wir noch da in der Kette? Die Kette ist eine Königskette. Ah, die hatte er schon mal in einem Video oben. Der ist absolut nicht mal falsch, sieht furchtbar aus. Die hatte 450 oder 400 Euro gekostet, irgendwie so. Aus Sterling Silber? Ja, richtig. Mein Lieber, das muss Weißgold oder Platin sein. Mit ach, das kostet ihn nur ein müdes Lächeln. Nee, Weißgold. Oh. Ich finde das irgendwie unnötig, nur ist dafür, dass es ein bisschen mehr glänzt oder ein bisschen ist heller ist. Das ist so eine super Wertanlage, oder nicht? Nö, finde ich jetzt nicht. Findest so. Es gibt bessere so. Eine Uhr zum Beispiel. Eine Uhr, ich finde irgendwie, alles ist halt irgendwie nicht wirklich so 100% wertbeständig so. Aber Gold, ja, man kann nichts falsch machen mit Weiß. Vor allem, wenn man genug auf der Bank hat, ja? In Gringotts, das von Kobolden bewacht wird. Der kennt sich aus. Gold. Prioritätensetzung. Normal. Und hier, dann habe ich hier noch mein Armkettchen, Handkettchen oder Armgelenkskettchen. Ja. 120 Euro. 120. Ja. Hast du das zusammen dann gekauft? Richtig. Okay, easy going. Easy going, so die Lieblingsfloskel von Leon ab momentan, glaube ich. Okay, was haben wir noch? Dann haben wir noch das Parfüm. Okay. Freunde, jetzt haut er den Zauberspruch raus, jetzt geht's los. Are you guys ready? Du sicher jetzt schon mal den Patronus-Zauber bereithalten, damit wir vielleicht was abwehren können. Achso, Parfüm, ja. Das war heute Creed Green Irish Tree. Boah, mir ist gerade schwindelig. Oh, das war zu viel. Oh, ja, okay, Luft. Okay, ich muss es nochmal hören. Das war heute Creed Green Irish Tree. Green Irish Tree. Wahnsinn, der kann sich direkt einreihen hinter Mahan und Leon. Auch wieder von Creed 1. Witzig. Wie wenn sich zwei Englischanfänger miteinander unterhalten und der eine versteht den anderen nicht. Hä? Also auch wieder ein Creed-Parfüm. Richtig, du trägst nur Creed. Nö, aber viel Creed, viel Tom Ford. Und heute keine Kombination aus zwei Parfüms? Nein. Oh. Aber muss man ja nicht so. Ich meine, ich finde, man kann wenige Parfüms richtig gut kombinieren. Ja. So und wenn. Ja, das hat er alles in der Getränkelehre bei Professor Snapes gelernt. Also der Mann weiß, wovon er spricht. Dann finde ich, sollten die auch wirklich passen. Okay. Aber also Creed-Parfüm kombiniere ich nie. Ja, warum auch kombinieren, wenn man kombinieren kann? Weil, kombinierst du nie? Hast du nicht das mal kombiniert? Doch, ja, aber es war ein Tom Ford-Duft. Achso, okay. Tom Ford, ah. Okay, easy going. Easy going natürlich, Freunde. Aber sein Gesichtsausdruck so, ach. Nochmal sehen. Ja, aber es war ein Tom Ford-Duft. Achso, okay. Tom Ford, ah. Ach. Okay, easy going. Easy going, Freunde. Was haben wir noch? Brille? Sonst war es das Yves Saint Laurent, 300 Euro. Oder? Yves Saint Laurent, natürlich. Ja, 280. Ja. Okay, easy going. Easy going, Freunde. Easy going. Und der Gesamtaufschlagpreis werde ich jetzt hier? 7.670, davon 4.700 die Uhr. Wie ich schon gesagt habe, stabiles Outfit, gut kombiniert. Die Ketten sind nicht mein Fall. Die Omega-Uhr auch nicht. Der Schmuck allgemein ist einfach nicht mein Fall. Ansonsten, wie gesagt, Kombi war nice. Und die einzelnen Pieces davon finde ich auch gut. Ja, einen mit der Uhr natürlich, ne? Leon, muss sagen, cooles Streetwear-Outfit, ne?
Ich finde das cooles Streetwear-Outfit. Das wird mein Opa mich loben wollen. Cooles Streetwear-Outfit, Maximilian. Danke, Opa. Gut. Hose ist nicht so meins. Ja. Muss ich ehrlich gesagt sagen. Ja. Ne? Kannst Kritik. Ja, zu baggy einfach. Zu baggy. Ist auch nicht so wirklich mein Fall. Ja, natürlich. Okay. Ich meine, nur aus Kritik lernt man. Ja, weißt du? Ja, normal. Aber ey, ist auch Geschmackssache. Das ist auch mir gefallen. So. Das ist die Hauptsache. Ja. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr sein Outfit findet, Leute. Gerne eine Bewertung da lassen. Ist das okay für dich? Ja, klar. Okay, ist auch immer interessant, mal durchzulesen. Alles konstruktiv. Okay, super. Möchtest ja, wir haben natürlich auch nur Konstruktives geäußert in diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, Leute, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Checkt den ersten Link in der Infobox ab, seid dabei bei den Daily Vlogs. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Ich werde jetzt weiterhin meinen schönen Urlaub genießen. Und wir sehen uns natürlich entweder wieder am Vlogging-Kanal oder auf meinem Hauptkanal, vermutlich wieder nächsten Sonntag. Das war's von mir, euer Maximilian. Was gibt's jetzt? Green Irish Tree. Nice.